Hallo zusammen, hier ist euer 897 mit Let's Play Fucking Dreams. Ja, ungefähr hier waren wir stehen geblieben. Ich hatte ein bisschen weiter gespielt, also nicht storymäßig weiter, sondern etwas gelevelt inzwischen Stufe 15. Habe, sieht man das hier irgendwo? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, sehr schön, man sieht das Geld nicht, oder? Doch, da. Über 60.000. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen was trainiert. Damit das hier ein bisschen besser läuft. Ein kleines Stückchen ist jetzt, wie gesagt, wie schon mal angesprochen, nicht blind. Also ich war hier schon mal drin. Aber ich habe es nicht effektiv lang gespielt. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und gucken mal, was passiert. Nämlich nichts. Richtig. Das ist hier gar nichts. Aber wenn ihr euch erinnert, diesen Ort kennen wir aus einer der Anime-Sequenzen vom Anfang. Eine sehr schöne Anime-Sequenz, die ich bemerken möchte. Rätselhaftes Objekt, ich habe zwar nichts gesehen, aber es war rätselhaft. Egal, ein rätselhaftes Objekt. Wir gucken gleich mal, was es ist. Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Aua. I'm tired. Schreibtisch angehaucht, egal. Surprise? Nette Überraschung. Ein Ringkissen, ja. Gucken wir. Father? Everything worked out at the hotel. They said we can hold the wedding there. Really? That's wonderful. I'm so happy. What's that? A ring pillow. Your son brought it over and told me to use it in the ceremony. I'm sorry, but it just looks so familiar to me. Oh, you. Don't tell me you've forgotten. Wait a second. Is that the same one we used? None other. It's the same one you used on your wedding day. See, here's your initials embroidered on it. Well, I'll be. It's funny. Who'd have ever guessed I'd have your wife's initials? I'm so sorry it had to end up like this. Please, don't say things like that. There's nothing to apologize for. I really am happy. When it comes down to it, I'm getting a whole new family. A new family? Huh. Father, I just want to thank you so much. What for? For raising such a fine son. And for accepting me. I just know we'll be happy. Ja, Ringkissen. Okay, wir speichern direkt, wie immer, an einen Speicherpunkt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen trainiert, ein bisschen Geld gesammelt. Ich glaube, wie lange insgesamt? Ich glaube, 20 Minuten oder so. Ich hatte nicht so viel Lust zu trainieren. Wir machen mal weiter. Aber dabei ist mir in diesen 20 Minuten wieder ein Eisenrohr kaputt gegangen, weil ich das zum Trainieren benutzt habe, weil ich meinen Besen schonen wollte. Weil ich mir den ein bisschen aufheben möchte. Okay. Da fällt mir auf, entschuldigt bitte. Wie immer, ich habe es vergessen. What was that? Sounded like a voice. Also man hat ein Mädchen lachen, wenn ich es gehört habe. Ja, es war eine Stimme. Finde die Stimme! Nein, nein. Sag nicht, ihr seid die Stimme. Stirb. Hä? Hä? Werde jetzt von raus. Wo seid ihr? Da. Oh, fuck. Ganz knapp. Oh, Mann. Ich hasse es, wenn meine VFB mich auslacht. Das ist nervig. Stirb. Oh, fuck. Nicht ganz erwischt. Ah, da sind sie wieder. Ah, stirb. Nein, oh, ich konnte nicht ausweichen. Mel, ab hier. Ich Besen. Nicht Boomerang, nicht irgendwas anderes. Friss Besen. Ja. Es sind bestimmt solche Hexen, die auf Besen fliegen nachts. Ja, es ist wahrscheinlich hier. Ne, nachts ist nicht, aber es ist dunkel hier drin. Wie immer. Ich fände aber mal eine Welt, in der es hell wäre, sehr, sehr angenehm.
Also ich weiß, dass es hier am Rezeptionsschalter was gibt. Und zwar das hier. Jetzt hast du das Objekt, das werden wir noch brauchen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hoch. Wir gucken. Ich hasse dich. Warum erschreckst du mich? Das ist nicht nett. Wahrscheinlich sind das die Klos. Sag ich nicht. Gibt's irgendwas Interessantes auf dem Scheißhaus? Ein umgefallenen Besen und Klopapier. Eine Toilette. Noch eine Toilette. Und wer glaubt's? Hier ist bestimmt auch eine Toilette. Yay. Aber keine Pistole mehr. Schade. Ist hier? Nee, hier ist der Ausgang. Okay, in diesem Klo ist schon mal nichts. Gucken wir gleich weiter. Klo, ich muss auf Klo. Nee, da war ich gerade. Ich gehe mal vorm Aufnehmen auf Klo. Bilder oder Fenster? Also wenn das Fenster sind... Ah, okay, es sind so kaputte Fenster. Das ist ja ziemlich strange ausgesehen, auch wenn ich sagen muss, das sieht nicht gut aus, diese Fenster. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Also ist nichts schön gemacht worden. Aber das macht jetzt die Atmosphäre nicht kaputt, weil das Fenster nicht so schön animiert wurde. Aber egal, wir gucken uns weiter um. Toilette, Toilette. Da war keine Tür. Und nur ein von der Bilderrahmen oder so. Ist da was? Was ist denn das? Ein kaputter Regenschirm. Sag nicht, wir bekommen auch noch einen Regenschirm als Hoffnung, das wäre ja lol. Ja? Ein rätselhaftes Objekt. Wie so viele andere. Okay, nicht hierher. Dann gehen wir erst recht mal hierher. Wenn du sagst, wir sollen nicht kommen, Mädel, dann komme ich erst recht. Musstest du wissen. Okay, ich bin alleine. Das wissen wir. Gerade noch so wissen wir das. Mit so ein bisschen Intelligenz. Also ich weiß noch einen großen Raum, in den ich kommen werde. Und da muss ich... Genau, den Raum weiß ich noch, was hier jetzt passieren wird. Finde den Ursprung der Stimme, der müsste hier drin sein. Ah, dann hört es wieder auf. Au. Ich sitze auf meinem anderen Nunchuck-Kabel. Oder? Nee, ein bisschen weiter sogar noch. Hier ist ein Baum mit einem zweiten Stock, ist klar. Was lässt sich noch finden? Was ich auch gleich gesagt habe, ja, jetzt ist Gil Dreams auch mit der neuen Stimme. Yeah. Mit Original Arknight. Ist aber, denke ich, okay. Müsste euch, oder sollte euch nicht zu sehr stellen. Ein rätselhaftes Subjekt. Wir gehen durch die Tür. Es ist fest. Fuck. Okay, dann war es doch nicht das, oder wie? Jetzt muss ich überlegen. Ich höre dich, Mädel. Das ist die Ausgangstür. Gab es hier nicht noch eine? Okay, anscheinend gibt es noch was. Okay, hier ist schon mal nichts. Die eine Tür ist fest. Gehen wir noch einen Stock, oder? Hier ist... Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Rätselhafte Objekte entschlüsseln, yay. Rätselhafte Objekte auf du. I'm tired. Ah, müde. Ich auch. Hey. Schon zwei heute geschlafen. Seit 3 Stunden wach. Fluid! Ein Schlüssel zur Kapelle. We got the green light, Dad. They said we're free to use it. Is that so? Yeah, look. They even gave me the key to the chapel. This is okay with you? I know the hotel staff already said they wanted to spend their last moments on their own. And I doubt we'll have any guests. Well, I expected as much, but all the same... Trust me, it'll be fine. Just you, me, and her. The three of us is all we need. Oh, almost forgot. Sorry to ask you this, Dad, but could you tell her that we can hold the ceremony? You want me to do it? You know how it goes. It's bad luck for the bride and groom to see each other before the wedding. It's a tradition. Sorry to pull this on you, but I'd really appreciate it. All right, then. Thanks, Dad. I owe you one. You little rascal. Now you're making me blush.
Wir machen ihn immer verlegen. Und Vaters Ring, aber ich würde sagen, die Erinnerungen lesen wir erst im nächsten Part. Ich bin Arkner97, das ist Let's Play Fragile Dreams. Bis dahin, ciao.